So, und wie immer, wir spielen weiterhin den Story-Modus. Wir müssen jetzt noch ein paar Rennen gewinnen, glaube ich. Mal gucken, ob wir die jetzt schon mal sinnvoll investieren. Die Tuning-Teile. Motortechnisch, aber ich glaube, da wird ja noch nicht viel reichen. But don't ignore. Wagen. Also, Champ, hast du was über Jasmine und ihre Crew rausgefunden? Nicht wirklich, aber danke, dass du mich als Champ bezeichnest. Ist mir nur so rausgerutscht. Anscheinend ist Jasmine mit einer Crew aus Cyril Heights unterwegs. Über die ist nicht viel bekannt. Aber sie haben Kohle. Wir sollten uns also besser gut darauf vorbereiten. Die Heights? Keine Sorge. Kiddo hier wird vorbereitet sein. Den hier mit neuen. Ah ja. So, Leistung. Motor. Teile. 255. Steuerrecht, was machen können? Aha. 149. Kommt denn hier wirklich aus der Puschen? Luft. Beispiel kann L2 auch nur 246 Sekunden. 149, 8 Sekunden. Turbo. Auch 249, also irgendwie. Bringt uns das alles hier nicht weiter. Ist das ein Differential? Warum überhaupt ein Differential? Achso, dann damit wir dann das Grip und so einstellen, okay. Kraftstoffsystem. 148 km/h. 100 Sekunden. Also da bringt uns der Turbo. 149. 9 Sekunden. Hau rein den Turbo. So. Wir starten. 3500 haben wir. Wagenstufe A. Haben wir denn für ein Auto? Ach, ein B. B, hier so ein bisschen. Nein. Alter. Okay. Warum? Was ist das? Drift Event? Nee. Speedrun. Ein nächster Klassiker. Teste deinen Wagen auf die Geraden. Gib Gas. Straße aus. Geht es hier auch, ne? Worin, wo wir Kenia investieren müssen? Leichtes Geld. Aber so was von. Immer leichtes Geld, ja. Na, wie läuft das Leben? Auf der Überholspur. Das hört man doch gern. Ein großes Talent will heute einen Bezirk übernehmen. Ein großes Talent? Ein Fahrer? Ich schweige wie ein Grab. Okay, aber ich schweige. Du willst einen guten Eindruck machen. Das Einzige, was hier Eindruck macht, sind deine komischen Anrufe. Alles Teil des Plans. Also, was geht heute ab? Keine Cops, nur Racer. Keine Cops? Wie haben die das geschafft? Solche Fragen stelle ich lieber nicht. Ich weiß nur, dass keine Cops dabei sind. Und dass du Stil brauchst. Du weißt schon, das, was coole Leute haben. Ach ja, coole Leute. Wie du? Ganz genau. Also gebe ich dir einen Ratschlag. Motz deinen Wagen mal ein bisschen auf. Das soll eine richtige Show werden. Ich mag mein Auto. Oh, ich weiß.
Aber die 90er sind vorbei, Schätzchen. Mir doch egal, ob die 90er vorbei sind. Ich kann es einfach mal kult. Oh, da kannst du meckern, wie du willst. Na denn? Ja, denn da. Eine Pizza als. Ja. Genau. Los geht's! Schummelst du etwa? Was machst du denn? Du bist doch bekloppt! Naja. Doch hast du nicht gewonnen. Du wirst nicht lang vorn sein. Irrtum! Alles klar, dann mache ich jetzt wohl mal ernst. Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Schaff ich dich! Oh Mann, fährst du Scheiße! Garching! Jawolla! Jawolla! Streifenwagen aktiv, verfolgt dich nicht bei Sichtkontakt. Okay. Na denn? Oh. Das Zielfahrzeug fährt einfach so durch den Gegenverkehr. Ja, Mensch. Gott, böse hat aber auch. 2040 außer Sicht. Achtung, Racer bei University Central verloren. Aufteilen und suchen. Sichtkontakt zum Wagen verloren. Das war's. Kiddo, ich hab'n Lamborghini Aventador. Gehört ein Freund von mir. Der will wissen, was man da so rausholen kann. Ein echt schicker Wagen. Dein Freund, oh ja. Dann holen wir die Karre mal. Erledigt. Ich hab Jasmines Crew mal.
mal durchleuchtet. Und, hast du was gefunden? Keine ganz großen Fische, aber auch keine ganz kleinen. Wir müssen wissen, woher das Geld für das Lakeshore Grant kommt. Aber konzentrier du dich mal auf das Rennen und ich mich auf den Rest. Haut die Gänger auch in die... Alter. Hier ist Dip Fords Late Lake auf KRS-FM. Der heißeste Radiosender in Lakeshore. Das war KM und ihre neue Single Totsyclectic. Heute ist der hoffnungsvolle Bürgermeisterkandidat Holden Parker der Dritte in der Sendung. Willkommen. Danke, Simon. Dip. Nein, danke. Nicht mit meinem Cholesterinspiegel. Alles klar. Fangen wir also mit der Nachricht an, dass Bürgermeisterin Stevenson städtische Aufträge an ihre engsten Vertrauten vermittelt hat. Hat sie das? Nun, jemand sollte sich dagegen aussprechen. Ja? Vielleicht jemand, der bei der kommenden Wahl gegen sie antritt? Genau. So jemanden solltest du in die Sendung holen, Simon. Dip! Dip! Ja, na gut. Ich habe hier irgendwo noch eine Schachtel mit Crackern. Zeit für ein paar Anrufe. Da ist das Baby. Ob wir den Heile an abliefern? Boah. Tina D. Boah, Alter! Alter! Ein geile Kiste, Alter. WTF, Alter. Okay, der Aventador ist geliefert. Und das schneller, als ich es gewesen wäre. Ist schön, wieder Jobs zu haben, nachdem... Na, du weißt schon. Die Kunden kommen zurück und das verdanke ich dir. Das ist doch das Mindeste. Hey, die Vergangenheit ruht. Tiefgründig. Solltest du auf ein T-Shirt drucken. Und die kostenlos bei einem Ölwechsel vergeben. Bis später. Oh.
Hat er es nicht zum Driften gemacht? Irgendwie hat er seinen Drift verloren. Der ist auch mehr auf Grip ausgelegt. Au, au, au. Sorry. Tut mir leid. Ich glaube, wir haben es mit einem Racer zu tun. Das hat wehgetan. Wollen wir mal ein bisschen ausnehmen, wa? Ja doch. Fährst bei diesen Rennen mit? Reicht das nicht? Oh, sieht so aus, als raucht da was. Halt lieber an und sieh nach. Ja,
Notfall gesichtet. Bis später. Du kannst überholen. Gleich hab ich dich. Naja. War nicht so dolle. Ja, das war nicht so dolle. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zur Garage zurück. Die Folge mal zu Ende bekommen. Was war nicht eben? Naja. Da ist ja schon die Werkstatt. Sehe hier zwar keinen Bären, aber ist okay. Da, hallo? 11.000? Das ist doch mal ein Schnäpperchen. An ihr etwas, was wir da gekriegt haben. Lamborghini Aventador. Ich weiß immer noch nicht, wie Speedy das Auto zurückbekommen soll. Ihr sagt anscheinend nie Nein zu einer Herausforderung. Sie ist wohl ziemlich stur. Deswegen kommen wir so gut miteinander klar. Also, Carmen. Wir müssen einfach den perfekten Moment abpassen. Ihren Ruf aufs Spiel setzen. Ja. Na gut, aber was auch immer passiert, haltet die Werkstatt auf jeden Fall da raus. Ich definiere diesen Plan gern als lose. So wie in... Er ist lose? Ah, du kapierst schnell. Er ist lose? Jetzt zum Kauf verfügbar, 400.000. Schnäpperchen. Fahren wir aus der Portokasse. So, meine Mädels, das war's mal wieder. Wir arbeiten uns so langsam voran hier.
Wir brauchen das am Auto. Ich frage mich, woher die ganze Kohle kommen soll für den Samstag. Wir haben jetzt mittlerweile Mittwoch laut deren Kalender. Ja gut, wie gesagt, ich wünsche euch was. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haltet die Ohren steif. Habt stressfreie Tage. Und Tschüssikowski, bye bye. Winke, winke.